Frau Barkos, erste Frage an Sie. Wie kann denn mehr Aufmerksamkeit für die Jugendbeteiligung und die Jugendentwicklung jetzt auch auf Landesebene geschaffen werden? Also ich glaube, also ich habe eine sehr spezifische Meinung dafür, weil wir in Wien ein ganz eigenes Projekt dafür geschaffen haben, nämlich das wienweite Kinder- und Jugendparlament. Ich habe jetzt vorhin von diesen Bezirksparlamenten gesprochen. Wir haben das Ganze aber jetzt auf Landesebene perfektioniert, würde ich sagen. Und zwar haben wir ein eigenes partizipatives Budget von 1 Million Euro geschaffen, um Wünsche, Anliegen von Kindern und Jugendlichen realisieren zu können. Und wenn ich sage 1 Million, meine ich wirklich 1 Million. Das sind wirklich, das ist ein geparktes Geld, aus dem auch nicht das Projektbudget finanziert wird, sondern das ist nochmal ein eigenes Budget. Und wir werden ein eigenes Kinder- und Jugendparlament machen, wo alle Kinder und Jugendlichen Wiens, und das haben wir auch schon jetzt im Herbst gemacht, nur Corona-bedingt verschiebt sich einiges wieder, über eine eigene Plattform ihre eigenen Ideen und Anliegen für Wien einspeisen können. Wir haben das gemacht, es kamen über 500 Ideen rein. Und dann gibt es das Kinder- und Jugendparlament, wo dann auf unterschiedlichste Arten und Weisen mit Ausschüssen und so weiter, also recht demokratisch auch gestaltet, auch die finalen Projekte dann abgestimmt werden, um dann schlussendlich, und das ist dann der letzte Punkt, wieder wienweit alle Kinder und Jugendlichen mitstimmen können, welche Projekte aus dieser 1 Million tatsächlich umgesetzt werden. Und ich glaube, dass das sehr viel Aufmerksamkeit schafft, wenn man dadurch auch sieht, was eigentlich Kinder und Jugendliche wirklich wollen. Weil ganz oft spricht man über Kinder und Jugendliche und ich habe auch ganz oft, wenn ich mit Politikern und Politikerinnen spreche, das Gefühl, die wissen, also eigentlich glauben sie zu wissen, was Kinder und Jugendliche wollen, aber in Wahrheit, glaube ich, haben sie keine Ahnung, weil Kinder und Jugendliche manchmal nicht ganz ernst genommen werden. Weil man glaubt, sie sind ja eh noch nicht erwachsen und haben noch nicht diese Reife dafür. Aber in Wahrheit hat jedes Kind, egal wie alt es ist, und auch jeder Jugendliche, weiß ganz genau, was er oder sie möchte. Und genau das wollen wir, da wollen wir wirklich die Möglichkeit schaffen und die Stimme hergeben. Und ich finde das ganz wichtig, dass es ein eigenes Budget dafür gibt und dass man nicht einfach nur so tut, als würde man das ja eh ganz für wichtig nehmen. Und das wirklich Wichtige ist da, finde ich auch, es gibt dann eigene Plenarsitzungen auch tatsächlich, wo auch Politiker, Politikerinnen, vor allen Dingen die, die in Verantwortung sind, das heißt, bei uns sind das die Stadträte, also die Minister auf Landesebene, eingeladen sind. Und dort auch über die Entwicklungen, über alle möglichen anderen Belange, die in der Stadt passieren, auch auf Jugend, ja, auf wie stark halt eben die Politik, die gerade passiert, auf Jugendliche auch zugeschnitten ist und die sich dann auch gewissermaßen rechtfertigen müssen. Und das finde ich sehr spannend. Wir haben es eben jetzt das erste Mal. Wir werden sehen, wie das dann nächstes Jahr abläuft. Wie sieht es denn bei uns in Bayern aus, Herr Gotthardt, so dieser Vergleich Kommunalpolitik, Landespolitik, was die jugendpolitische Einbindung angeht? Was sind da so die Unterschiede und was kann man tun, um diese Hürden ein bisschen zu überwinden? Sie sind gerade stumm geschalten noch. Das sind die Tücken der Technik. Ja, wie hat Matthias gerade vorhin gesagt, einmal pro Abend passiert, oder? Das war jetzt gerade ich habe meine Karte gezogen. Nein, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen einem Stadtstaat wie jetzt Wien und einem Flächenstaat wie Bayern. Eine solche Form auf der Landesebene zu etablieren, ist in Wien einfacher, als es bei uns ist. Was nicht heißt, dass wir solche Beteiligungsformen auf der Landesebene nicht machen oder haben wollen. Ich weiß auch, das muss ich jetzt auch sagen, habe ich gestern im Landtag auch gesagt, dass die Sozialministerin Carolina Trautner auch wirklich sehr, sehr ehrlich engagiert ist in dem Bereich Angebote der direkten Beteiligung auf Landesebene für Jugendliche und Kinder weiter auszubauen. Wichtig finde ich, dass man bei diesem Dialog, da bin ich ja komplett bei Dolores, bei der Kollegin aus Wien, dass man nicht bloß immer so tut, als würde man zuhören. Ja, was, glaube ich, viele Politiker mal meinen, die glauben dann, sie hören jetzt mal kurz zu und man macht eine bunte Fete und dann war es das. Kinder achten schon sehr genau darauf, also Kinder und Jugendliche, ob Projekte auch umgesetzt werden. Und ich glaube, das muss man als Politik garantieren, dass ich wirklich genau zuhöre.
dass ich Ihnen auch sage, Politik ist kein Ponyhof. Ja? Also du kannst jetzt hier, wir können jetzt hier nicht 1 zu 1 100% alles durchkriegen. Schaffen wir auch nicht. Ja? Also wie froh wäre ich, wenn ich immer alles 100% durchkriegen würde. Aber das gehört zur Demokratie, zu lernen, dass man einfach auch für Dinge kämpfen muss und dann einen Teil durchsetzt und ein paar Dinge gehen halt nicht. Und ich glaube, wenn man das lernt, dann ist es ganz gut. Was ich noch sagen möchte, was ich zum Beispiel bei mir eingeführt habe, jetzt bedingt durch Corona, in der Corona-Zeit, und morgen ist die nächste, ich habe Junior-Sprechstunden eingeführt für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren. Mache ich online und es ist sehr interessant, dass sich immer wieder wirklich einige Jugendliche zuschalten. Und was ich so mag an diesen Jugendsprechstunden, auch wenn ich bei Schulklassen bin, selbst im Grundschulalter, ich frage immer, was sie mir jetzt sagen würden, wenn ich, also was sie mir sagen wollen. Ich bin jetzt da, bin Politiker, ihr könnt es mir jetzt alles um die Ohren hauen. Und das Schöne ist, dass die Kinder diese Generation es wirklich gelernt hat, schon in der Grundschule auch Bedarfe oder Bedürfnisse zu artikulieren, auch zu sagen, ich wünsche mir einen Radweg hier, da oder da werden zu viele Häuser gebaut. Also Kinder können das sehr wohl und deswegen sind wir auch aufgefordert, Kinder viel früher, als es früher der Fall war, wirklich direkt einzubinden und ihnen auch wirklich zuzuhören. Herr Fack, wo sehen Sie denn noch Potenzial auf Landesebene, dass die Belange der Jugend besser Gehör finden, dass die Jugendlichen besser eingebunden werden? Es gibt da eine Überlegung einer Fach- und Servicestelle Jugendbeteiligung in Bayern. Wäre das was? Absolut. Ich wollte es ja nicht als fünften Wunsch auf meinen Wunschzettel schreiben. Aber die ist absolut notwendig tatsächlich. Da komme ich gleich dazu. Ich will noch auf das, was Frau Barkos vorhin gesagt hat, da habe ich total interessiert zugehört. Es gibt jetzt viele Formen mit Jugendbudget 1 Million. Der Bund hat auch sowas in der Bundesrepublik aufgelegt. Wir in Bayern im Übrigen auch. 1 Million Euro für Bayern für Jugendprojekte. Da können sich Jugendliche mit ihrem Projekt bewerben in einem digitalen Hackathon. Also wir haben das verknüpft mit der Hackathon-Idee und wir hatten dann 40 konkrete Projektanträge tatsächlich, von denen sind jetzt 20 ausgewählt und jetzt malen dann die rechtlichen Mühlen, wie sehen die Verträge aus, wie ist es dann rechtlich, dass auch Jugendliche tatsächlich das Projekt umgesetzt bekommen. Die bekommen dann auch jemanden an die Seite gestellt, das ist aufwendig, aber es macht unbändig Spaß. Was ich damit sagen will, es gibt so viel neben dem, was wir an festen Strukturen haben, dass es noch zu heben gilt. Und gleichzeitig, und deswegen war ich jetzt gerade ganz begeistert, Frau Barkos, also das muss ich weiterentwickeln, die Idee. Nämlich die Idee dieses Budgets bei uns auf der Landesebene tatsächlich mit dem BJR zu verknüpfen, fände ich eine spannende. Warum? Nicht jetzt, weil ich einfach nur für die Organisation reden will. Wer mich kennt, weiß, dass ich das nicht automatisch mache. Aber wir haben in Bayern ein starkes Jugendparlament. Und da stehe ich wirklich dafür ein. Der Tobias hat es auch schon besucht, das ist unsere BJR-Vollversammlung. Da ist alles, was an Jugendverbandsarbeit da ist, sind die Stimmberechtigten, da ist aber alle Arbeitsformen dabei. Da sind auch Schüler, Schülerinnenstrukturen eingeladen mitzumachen. Und wir machen einen Beschluss politischer Art nach der anderen. Da freut man sich immer in allen Ministerien und in allen Farben der Parteien, wenn wir da so einen Beschluss fassen, weil dann müssen sie sich damit beschäftigen. Ich möchte es nicht konterkarieren mit neuen Formen. Aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, es miteinander zu verknüpfen. Weil unsere Jugendorganisationen sind bei dem Hackathon mit dabei gewesen, sind bei allen Beteiligungsformen dabei gewesen und schauen nicht nur so auf sich, dass man ihnen was wegnehmen könnte, sondern wie kriegen wir Kinder und Jugendliche stärker ins Gehör. Da, glaube ich, wäre noch Musik drin. Also von dem Hackathon, von dem Jugendbudget aus weitergehend, das könnte ich mir total gut vorstellen. Und diese Jugendbeteiligungsstelle, es gibt ein BJR als Geschäftsstelle. Ich habe Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen für die unterschiedlichen Felder. Aber eine Stelle, selbst die ist dann für Bayern, also das ist bei Großbayern, gell, ist schnell aufgebraucht. Aber wenn wir schon mal sowas hätten, verknüpft auch mit den Strukturen, die wir haben, wo wir auch konzertiert auch unterstützen und begleiten könnten, das würde natürlich wesentlich mehr heben als das, was bisher wir schon tun. Wenn man will, dass da mehr passiert, dann muss natürlich auch mehr Ressourcen reinkommen. Das ist dann eine Fragestellung an die Landespolitik.
Ja, um das Thema Landespolitik abzuschließen, komme ich nochmal auf unsere Eingangsfrage mit dem Wahlalter zu sprechen. Ich sehe, es ist ein Thema, das wahnsinnig leidenschaftlich diskutiert wird, wo wir wahnsinnig viele Ideen haben und deswegen sind wir etwas lang auch schon geworden in der Zeit. Deswegen machen wir jetzt vielleicht eine ganz schnelle Runde, kurz zusammengefasst. Nochmal das Thema Wahlalter bei den Bundestags- und Europawahlen auf 16 Jahre absenken. Ja oder nein, Frau Barkos, Sie als Erste, bei Ihnen in Österreich wird es schon umgesetzt. Fänden Sie es gut, wenn Deutschland nachzieht? Ich glaube, alles andere als ja wäre jetzt eine Überraschung, glaube ich, als Antwort. Deshalb ja, ganz kurz. Warum? Ich glaube, ich habe es vorhin ausgeführt. Ich glaube, dass man Kinder oder jetzt in dem Fall Jugendliche ruhig ernst nehmen kann. Und ich glaube, dass 16-Jährige und 17-Jährige reflektiert genug sind, um ihren eigenen politischen Willen auch zu formen. Herr Gotthardt, dann sind Sie als Nächster an der Reihe. Wählen mit 16, ja oder nein und vielleicht auch auf Landesebene? Ich schließe mich der Kollegin vollumfänglich an. Es gibt für mich keinen Grund, warum ein 16-Jähriger weniger fähig sein sollte zum Wählen als ein 60-Jähriger. Und dann abschließend noch der Herr Fack, Ihre Meinung zum Thema? Das soll ich jetzt kurz machen. Also der BJR und ich war noch Delegierter, wir setzen uns fürs Wahlalter absenken auf 14 ein. Und zwar seit, jetzt muss ich zurückrechnen, schon lang her, 16 oder 17 Jahre. Da ist unser Beschluss auf 14 Jahre und zwar auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene und auf Europaebene. Und ich darf das vielleicht noch sagen, dass das in dem Jahr auch in Corona ein großes Thema war, im Bayerischen Rundfunk auch mehrmals bespielt wurde. Und da fand ich ganz spannend, dass in einer zweiten Runde, in der ersten war ich mal Experte eingeladen, in der zweiten war ich nicht Experte. Da war eine Expertin, eine österreichische Wissenschaftlerin, die quasi die Ergebnisse der Wissenschaft aufbereitet hat. Die typischen Gegenargumente kennt man. Ja, haben die Frauen über sich auch ergehen lassen müssen, bevor sie zum Wahlrecht zugelassen wurden. Macht man es gleich jetzt eigentlich bei Jugendlichen, sie können es nicht, sie wollen nicht und was weiß ich, sollen daheim bleiben. Interessant war, dass es genau so ist, wie es Frau Barkos vorhin dargestellt hat. Man schafft eigentlich eine Verstärkung von Demokratie und man schafft eigentlich ein wichtiges Miteinander, miteinander. Und in der Sendung fand ich es total spannend, dass auf einmal sich die gedreht hat und man von denen, da waren wir nicht beteiligt, auf einmal von Wahlalter 14 gesprochen hat. Insofern bin ich aber ja schon mal zufrieden, wenn in Bayern wenigstens mal und sei es nur auf der Gemeindeebene, aber das Land kommt dann auch noch dran und der Bund wird es vormachen, das Wahlalter 16 endlich eingeführt wird, damit man sieht, Jugendliche können mit dem umgehen, was man ihnen auch zutraut.